Okoye, getreue Leibwächterin, was ist passiert? Klaue hat Shuri. Er benutzt sie sicher, um zu den Vibraniumminen zu gelangen. Wir müssen uns beeilen. Shuri! T'Challa! Das wird ja so unendlich viel Spaß machen. Das Labyrinth von Tal Rex. Der einzige Weg zu den Vibraniumminen. Shuri hat das Labyrinth entworfen, einschließlich der Fallen darin. Klaue nutzt ihr Wissen über das Labyrinth, um hindurchzukommen. Wir müssen ihnen folgen, aber der Pfad ist sehr gefährlich. Gut, dass ich noch weiß, wo alle Fallen sind. Du weißt also noch, wo alle Fallen sind, ja? Oh, es ist eine Weile her. Ich bin mir sicher, es fällt mir wieder ein. Oh. Okoye? Das war wirklich knapp. Näher. Sind wir bald am Ausgang? Ja, nur noch ein paar Mal abbiegen. Shuris Feinde sind scharf wie ihr Verstand. Wir müssen vorsichtig sein. Darf ich? Nicht alle ihre Ideen sind so schneidig. Wie war das gerade? Sind wir gleich da? Was? Eine Sackgasse? Du hast mich reingelegt, dafür wirst du bezahlen. Du dachtest doch nicht, dass sie dich tatsächlich zu den Minen führt, oder? Ihr habt aber lange gebraucht. Bleib dort stehen! Was genau willst du, Klaue? Ich denke, das weißt du. Gib mir deinen Schlüssel zu den Vibraniumminen. Niemals! Gib uns den Schlüssel! Mein König! Oh. Okoye! Es reicht! Nein, halt! Ich gebe euch den Schlüssel. Das ist schon besser. Wir haben, was wir brauchen. Gehen wir! Okoye! Alles in Ordnung, Okoye? Ich denke schon. Du hättest deinen Schlüssel nicht für mich aufgeben sollen, Bruder. Ich hatte keine Wahl, Shuri. Erinnerst du dich, was Vater immer sagte? Manchmal muss ein guter Anführer das ein oder andere Opfer bringen. Ja, klasse. Aber was sollen wir jetzt tun? Wir müssen ihrem schurkischen Plan Einhalt gebieten. Das ist ein ernster Blick. Ist er nicht ernst?